Ja, gebt uns doch mal hier euren Gesamteindruck, Fazit oder sowas. Also der erste Eindruck von der Stadt, erstmal nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Hat sich dann aber relativ schnell geändert, wenn man die Stadt mal ein bisschen näher kennenlernt. Hat ein wunderschönes Viertel von der Altstadt, Casco Antiguo heißt es. Auch dort, wo man sich hauptsächlich rumtreibt, abends, wenn es dann zur Sache geht. Was Lars damit eigentlich meint, ist, ich glaube, die wenigsten waren schon mal in Saragossa oder haben schon mal was davon gehört. Doch, ich habe was von Saragossa gehört. Okay. Von einer Fußballmannschaft. Ja, okay. Aber so richtig konnte ich mir natürlich irgendwie auch nichts vorstellen. Immerhin davon. Deswegen, das meinte Lars mit wahrscheinlich erstmal schlechter Eindruck oder erstmal weiß man nicht, worauf man sich einlässt. Wir können jetzt aber im Nachhinein sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Die Stadt hat total ihren Charme. Es ist eine Stadt, die wenig touristisch ist, liegt direkt zwischen Madrid und Barcelona. Beides sehr, sehr schnell davon von dort erreichbar. Und wirklich absolute Empfehlung, die Stadt mal anzuschauen. Vor allem zum Studieren optimal geeignet, weil sie einfach nicht so touristisch ist. Relativ günstig und dadurch einfach extrem viele Studenten auch dort. Ja, also Yannick, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also touristisch ist es nicht wirklich, was natürlich auch denn dort der Charme hat. Also es sind natürlich auch viele Einheimische, das ist natürlich dann auch so. Und mit der Verständigung ist es natürlich am Anfang sehr schwer, wenn man so wie wir kaum ein Wort Spanisch spricht. Aber das legt sich und das wird auf jeden Fall, also macht euch da gar keine Sorgen.